Okay. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ein super geiles Wetter heute. Genau ein Wetter zum Abstimmen. Jetzt frage ich mich langsam, scheiße, warum habe ich meine Sonnenbrille nicht dabei? Ja, ich bin auf dem Weg zu Mietje. Wir werden den Wagen einmal abstimmen, einmal auf Endstufe bringen. Ich bin auf der Landstraße und ich muss mir echt kneifen, nicht zu drücken. So schöne Fahrbahn haben wir hier und krass, wie der sich fahren lässt. So, wir werden jetzt einmal das Ganze abstimmen. Wie läuft das Ganze? Ich glaube, der Mietje wird erstmal einen Simulator draufklatschen. Den werden wir auf der Fahrt einmal bearbeiten. Und wenn wir den perfekten Zustand haben, werden wir das Ganze auf dem Originalsteuergerät einmal überspielen. Ich glaube, so läuft das Ganze ab. Ich weiß es nicht. Aber das fragen wir gleich mit dir. Mal schauen, was die Endstufe heute bringt. Also ich will ja ungefähr so, ihr wisst, 400 PS. Was drüber ist, ist super, aber... Das ist ja, ich glaube, wir haben ja schon die 400 PS. Und ja, und ich bin mir auch sicher, dass der Liebe mit dir das nochmal toppen wird. So, seid gespannt und bis gleich, wenn wir bei mit dir sind. Was werden wir jetzt machen? Ladeluft. Also, du hast einmal den Ladeluftrohr reingeklatscht. Also, Ladeluftanzeige. Genau, die Ladeluftanzeige, um nochmal zu sehen, was wir für den Ladeluft vor und nach Ladeluftfühler haben. Ja, jetzt machen wir nochmal das Lambda-Tool rein, damit wir was wir für ein Lambda-Wert haben. Dann gucken wir, wie viel Ladedruck der jetzt macht. Achso, das mit der Ladedruckregelung hat sie gemacht, ne? Habe ich gemacht. Habe ich fertig gemacht. Ist angeschlossen? Habe ich alles angeschlossen, genau. Ja, dann sehen wir mal, was er für einen Ladedruck macht und dann können wir mit der Zündung ein bisschen weitermachen und Stück für Stück steigern, ja. Genau. Aber was jetzt noch, du wirst noch dein Tool einbauen da, ne? Genau, den Emulator wieder rein, damit wir direkt wieder ändern können beim Fahren. Ja. Und das ist ja quasi das gleiche, wie was dann später da drauf dann kopiert. Genau, wir kopieren das dann später von dem Emulator oder das, was wir dann rausgefahren haben, kopieren wir dann wieder auf das Steuergerät, was bei dir verbaut ist. Und das ist nur halt zum Abstimmen. Das ist ja, wo du live abstimmen kannst, ne? Genau, geil. Ja, das brauchen wir gleich auch noch wieder ein und dann. Kann es eigentlich auch schon losgehen. Okay. Ja, würde ich sagen, bauen wir es mal alles ein. Ja, bauen wir mal schnell alles ein und dann. Ja. Bisschen links vielleicht. Schön. Zack. Das ist so eine spezielle Lambda-Sonne, ne? Die ist dann halt einzigartig für dein Gerät. Ja, so speziell ist sie gar nicht. Das ist eine Breitband-Lambda-Sonne, die halt relativ schnell präzise Lambda-Werte aufgeben lassen kann. Das ist ja noch eine Sprungsonde, die kann ja immer im Prinzip nur sagen, zu fett oder zu mager, aber die kann nicht so richtig einen genauen Wert ausgeben. So, jetzt haben wir einmal die Lambda-Sonde rausgeholt, die originale. Und jetzt kommt die von mit hier rein, diese spezielle. Boah, die ist heiß. Das ist einmal die Lambda-Sonde von mit hier. Und die hat ja ganz anderen Stecker. Krass. Also, die Lambda-Sonde ist drin. Thank you.
Jetzt haben wir einmal den Steuergerät abgebaut, jetzt bauen wir den Steuergerät von Mitya ein. Wie sieht das so aus? Das ist die Bombe. Bombe. Boah, wie hast du denn hier reingekriegt? Von der Seite, ja, von ganz da. Brauchen wir noch ein USB-Kabel? Und so, ja, das ist gut. Und das ist jetzt ein Kabel? Achso, von dem direkt ja, zu dir. Ja. USB-Kabel zum Laptop. Aha. Also es ist ja so, dass du das live einfach die Daten sofort rangehen kannst, ne? Genau. Ich kann ja jeden einzelnen Speicherzugriff sehen und auch ändern. Also dann sieht man ja durch den, also wo er gerade im Speicher zugreift, sieht man immer genau, wo man sich da gerade im Kennfeld befindet. Und kann es dann auch immer durch ändern. Geil. Aber ich sag dir ja nicht, der geht ab. Der geht ab. So, schließen wir das Fenster. So, das war's. Lambda ist drin. Ladendruckanzeige ist drin. Steuergerät ist drin und die ganzen Kabel sind drin. Das war's, oder? Gibt's noch was? Ja, jetzt haben wir nur noch das Diagnosekabel, um mitloggen zu können. So. Achso, Diagnosekabel. Aber die hast du noch. Aussieht. Genau, das habe ich da. Das stecken wir gleich nur in die OLED-Buchse. Ja. Und das war's. Das war's. Und jetzt fahren wir? Ja, würde ich sagen, dann fahren wir. Ja, haben wir's. Lambda-Sonde haben wir drin. Das ist einmal der Stecker für die Lambda-Sonde. Dann haben wir sein Steuergerät und der blinkt schon, der ist einsatzbereit, hat auch Strom. Und ja, dann haben wir nochmal extra Lade. Allerdings Ladedruck und das war's. Und jetzt, also vorne kann ich schon zumachen, ne? Das kann eigentlich zu, ja. Gut, jetzt machen wir einmal zu und wir sehen uns bei der Fahrt. Zündung draufpacken und dann können wir uns langsam steigern, was den Ladedruck angeht. Ja. Und mit dir stellt jetzt noch ein paar Sachen ein. Danach müssen wir ein bisschen drücken. Bei 1,5 war es wieder. Genau, 1,5 habe ich noch gesehen. Ja. Jetzt hast du wieder Zündung reingeklatscht ein bisschen. Ich merke das auch, der kommt auch viel früher irgendwie. Mit dir. Schon besser, oder was? Ja, also mir kommt das so vor. Aber wird der unten schon besser kommen? Ich weiß es nicht, also kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Kann auch sein, dass du mal Tetris spielst. Ja. Versuchen wir mal nochmal. Was war das? Das war nix. War nix? Also wenn das nix war, dann will ich gar nicht wissen, was noch kommt. Immer noch 1,5 Mal. Also alles, was unter 1,5 Bar ist, ist kein Ladedruck.
die Autobahn. Autobahn, mal schauen, ob die Schläuche halten. Und mal schauen, ob wir vielleicht den einen oder anderen ärgern können mit dir. Weil ich soll ja drücken, ne? Ich höre nur auf mit dir. Wenn er sagt mit dir, du sollst drücken, dann muss ich drücken. Dann wissen wir ja nicht, wer hinter uns ist oder wer uns überholen will. Wird spannend. Und wo er dann kam, hast du mal richtig gesehen und der war ja auch am Beschleunigen. Ja, und weiß ich, was der Kurt gerade hat? 280 PS oder weiß ich, was er da hat? Ja, sowas. Also der hat schon blöd geguckt. Zwischen 218 und 210. Ja. Der hat blöd geguckt. Was ist das? Ja, das ist
ob er drängelt. Drängelt er. Ja, wir haben jetzt alles hinter uns. Das Problem war, die GoPro, also die DJI von mir, die hat den Geist aufgegeben. Und wir hatten Akku leer und wir hatten so geile Fahrtvideos auf Autobahn gehabt. Echt. Ich weiß nicht, was alles drauf war, aber Leute sind vorbeigefahren und haben nur den gezeigt. Krass, dass du da rausgeholt hast. Ehrlich. Ja, hat auf jeden Fall, ging jetzt noch ein bisschen mehr als jetzt beim letzten Mal, aber wir sind jetzt bei, was haben wir gesehen, 1,5 Bar, 1,6 vielleicht? Ja, also 1,6, 1,7, aber ich glaube, wir haben, ja, aber dafür haben wir jetzt die Zündung sehr hoch gemacht und Einspitzung und ja. Sind jetzt nochmal, ich glaube, müssen wir mal gucken, so 3,5, 4 Grad sind es mehr auf jeden Fall. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Und ja, läuft auf jeden Fall ganz gut. Sehr gut, sehr gut. Ein Teil das vor allem ganz gut fahren. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Das ist ja erstmal der Anfang eigentlich. Ist der Anfang, ja, aber ich bin mir sicher, wir sind 400 PS. Wenn nicht, bist du knapp drüber. Aber das werden wir natürlich sehen. Das Problem, wir hatten unser Messgerät nicht dabei gehabt. Aber ist auch gut so. Wir wollen es ein bisschen spannend halten, das Ganze. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal messen. Dann werden wir auf jeden Fall noch messen. Ja? Ist ja kein Thema. Kommst du nochmal vorbei, ja. Dann messen wir nochmal. Ja. Ich muss aber sagen, mit dir, ganz ehrlich, also die Software, die ist Hammer. Also ich kenne das ja so mit dir, bei manchen Autos, die echt so ein bisschen, also sehr viel am PS haben, dann hörst du ja die Autos, wie die so laufen. Kennst du das? Weil die Zündung sowas von hoch ist oder so. Und bei dir, der läuft hammergut. Das war ja vorher auch, der lief voll was gar nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir war, als ich gefahren bin, ob das generell so war. Der hat ja auch gestottert. Der hat gestottert ein bisschen, aber ich muss sagen, der lässt sich, also wenn du ganz normal fährst, wie ein Lupo. Er soll ja auch so fahren, also soll sich ja alltagstauglich im Prinzip also fahren. Ja. Ganz ehrlich, jetzt ist das alltagstauglich. Kannst du so fahren. Ne, du hast ja gerade, wir haben jetzt gefahren hier in die Tankstelle, getankt, super, Wagen, keine Zicken, Temperatur. Ja, das Einzige ist jetzt natürlich die Kupplung, ja, ist klar. Weil das ja, ist die Kupplung. Kupplung ist, ja. Aber ich bin ja schon, ich komme hier schon damit klar, ne? Aber, das ist ein bisschen Übung, damit fährst du irgendwann wie als das ist ganz normal. Ja. Also das ist nur Übung. Dings war am besten, weil ich habe ja Sachs Performance Kupplung, Sinterkupplung mit einem Massenschwungrad. Und wer das schon mal gefahren hat, boah, erste Zeit habe ich jedes Mal Auto durchgedreht, die Reifen, oder abgesoffen. Also Anfahrt ist sowas von brutal schwer. Es gibt halt fast keinen Schleifpunkt, nee. Ja, die packt sofort. Weil du weißt gar nicht, wann der kommt, dann kommt der sofort. Das ist krass, aber ich liebe die Kupplung. Und Autobahn. Ein bisschen Übung. Ja. Ach, Autobahn hat jetzt mich gekillt. Autobahn war geil. Ja, man hat ja Respekt mehr vor dem Auto, weil ihr müsst euch vorstellen, das wurde ja alles zusammengebastelt. Und wenn du dann auf Autobahn mit so einer Geschwindigkeit fährst, dann hat man schon Respekt und geht mal langsam vom Gas runter. Aber der will. Und diese beiden Autos waren geil. Das war geil. Der Seat und was war das andere? Das war ein Audi A6. Oh, Audi, ja. 3 Liter. Das war geil, der war hinter uns und dann haben wir gedrückt. Ah, wir hatten noch so viele geile Szenen gehabt. Aber leider ist es so GoPro.
Batterie leer gegangen. Schade, schade, schade. Aber, weißt du, was geil wird? Wir werden doch mal ein Autobahn-Video raushauen. Seid gespannt. Also auch mit wem. Ah, das ist geil. So, was musst du jetzt machen? Jetzt ist ja klar, wir haben jetzt... Wir bauen eigentlich nur das ganze Zeug wieder raus. Hauen das ganze Zeug jetzt raus und dann... Dann nehmen wir die Abstimmung, die wir jetzt rausgefahren haben und spielen das auf dein Steuergerät. Ja. Und das bauen wir dann wieder ein und dann kommt es auch eigentlich schon wieder los. Krass. Dann zeigen wir uns das vielleicht. Weil er hat das ja komplett jetzt gemacht. Und jetzt holen wir die andere raus und drauf spielen und das passt. Gut, dann machen wir das. Zack, haben wir die Software draufgepackt. Jetzt bauen wir es mal ein, gucken, ob es läuft. Krass, ey, wie lange hast du gebraucht? Keine 5 Minuten. Ja, ich glaube, das Schreiben dauert so 3 Minuten ungefähr. Ja, bauen wir mal ein, gucken, ob es läuft. Gucken, ob irgendwelche Fehler drin sind. Das läuft. Da bin ich mir sicher. Also, ganz ehrlich. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, natürlich, man kann immer Fehler machen. Also vielleicht kann das Steuergerät mal einen weg haben oder so. Aber ich muss sagen, das liegt hier heute, ne? Du hast während der Fahrt, hast du, also das war das erste Mal bei mir, dass ich bei so einer Live-Abstimmung dabei war. Und das kann man ja nicht wiedergeben. Aber du merkst das richtig, sobald du fährst, dass du auf einmal untenrum besser kommt, dass du mehr Power auf einmal hast. Das merkt man richtig. Ne? Das ist schon krass. Also das war echt eine geile Erfahrung, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Also wenn du mal nächstes Mal einen brauchst mit dir für Leute, fürs Abstimmen, kannst du mich gerne rufen. Ich fahre die gerne. Ja, mal schauen. Hey. Ja, ich versuche ja schon mit dir zu überreden, hier wegen YouTube hier. Soll er machen. Soll er machen. Also schreibt mal in die Kommentare, echt, mit dir macht YouTube. Weil der Typ macht so viele geile Umbauten und so viele geile Abstimmungen, das verdient für mich viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Deswegen soll er hier YouTube machen, der Typ hier. Ja, wäre auf jeden Fall auch mal interessant, ob das wirklich interessant ist für die Leute, das zu sehen. Natürlich. Ja. Also, wenn die da Bock drauf haben, so, dann... Also wenn du das machen würdest, ja. Also meinen ersten Abo hast du von mir. Weil ich schaue mir das gerne an. Weil, ey, du musst dir vorstellen, was gibt es Schöneres, wenn ein Auto kommt mit 150 PS und du machst dir gerade mal so auf 400 PS? Hallo? Wem wird das nicht interessieren? Ich guck's mir ehrlich gesagt auch gerne an. Also ja. Von anderen, was die so umbauen, was die machen und so weiter. So, dann würde ich sagen, genug gequatscht. Gucken wir mal, ob er läuft und ja, was er so sagt, ob da genau, jetzt gucken wir mal, ob er startet.